das allerdings die Bezeichnung Arbeitskabinett wenig oder gar nicht verdiente. Es war das Boudoir der Dame und mit einem Luxus ausgestattet, der geradezu raffiniert genannt werden musste. Hier trat sie an ein kostbares Schreibmöbel, öffnete einen Kasten und entnahm demselben eine vollständige Sammlung der zuverlässigsten und wertvollsten Seekarten. Die anderen Kästen enthielten alle nautischen Instrumente, die zur Führung eines Schiffes erforderlich sind. Oh, diese Enge von Antigua, der Kanal von Santa Margarita und dieser finnische Meerbusen hier. Und gar ein Sextant. Jenner konnte seine Bewunderung über diesen unerwarteten Schatz nicht verbergen. Ich muss gestehen, Miss, dass ich auch in meiner Kajüte keine besseren Karten und Instrumente besitze. Möglich. Ich pflege nie, etwas Unbrauchbares zu meinem Eigentum zu machen. Aber diese Gegenstände sind nur nach tiefen Studien und nur in der Praxis zu verwenden. Und diese Studie trauen Sie einer Dame nicht zu? Ich fand noch keine, die mich zu einer anderen Überzeugung bekehrt hätte. So bitte ich, mich zu examinieren.